willkommen zu einer neuen Folge von Clash of Clans. Heute wird mal ein kleiner Glitch kommen anstatt Mario Kart. Ja. Es gibt natürlich einen Glitch. Den haben schon ganz schön viele gezeigt und jetzt werde ich ihn auch mal zeigen. Der ist einfach unglaublich, dass der immer noch nicht entfernt wurde. Den gibt es schon so lange. Ah, dann nehme ich einfach mal... ich nehme mal einen X-Bogen. Warte. So. Erstmal auf alles löschen. Also ich erkläre es jetzt mal. Ihr seht, ich halte auf das Rathaus und ihr müsst den X-Bogen, also jetzt den X-Bogen, die ganze Zeit hin und her bewegen. So, das macht ihr jetzt die ganze Zeit, aber ihr haltet immer noch aufs Rathaus. Und dann geht ihr einfach auf OK, haltet es aber noch fest, dann seht ihr es. Und dann ist das Rathaus einfach da. Das ist einfach so komisch. Das werde ich jetzt nochmal machen, bei dem vielleicht so. Dann halte ich jetzt nochmal auf den X-Bogen, drücke auf alles löschen. Aber den Magierturm bewege ich. So, nichts passiert. Keine Ahnung. Vielleicht geht das auch nur mit bestimmten Gebäuden, habe ich keinen Plan. Nö, anscheinend geht das ja jetzt nicht. Egal, dann werde ich jetzt einfach mal Mauern drüber machen. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Gebäude reinmachen. Oder irgendwas. Ihr könnt das einfach da drüber machen, Mauern reinmachen, alles was ihr wollt. Aber hier seht ihr, das Rathaus ist noch da. Ich werde da gleich noch was zeigen. So, dann machen wir mal den Baba King da so rein. Könnt da auch ruhig eine Tesla oder so reinpacken. Sieht man dann am Ende nicht mehr, weil das Rathaus dann halt da ist. So. Dann gehen wir einfach mal aus Clash of Clans raus. Internet aus. Dann auf Clash of Clans drauf. Dann natürlich ein Netzwerkfehler. Dann geht ihr einfach wieder raus. Macht das Internet wieder an. So. Geht wieder auf Clash of Clans drauf. So. Jetzt alles wie vorher. Und nein, das ist nicht mein aktuelles Dorf. Ich wollte das jetzt nur bearbeiten. Da, dein letztes bearbeitetes Dorf wurde wiederhergestellt. Und da seht ihr einfach mal, oh, die Tesla sieht man sogar, einfach über dem Rathaus schwebend. Die Mauern sind da drin, der Baba King oder der Altar ist auch noch etwas da drüber. Und ja, das wollte ich einfach mal zeigen. Supercell hat es immer noch nicht entfernt, obwohl es den schon bestimmt 2 Monate oder ein paar Monate gibt es den auf jeden Fall schon. Deswegen kann ich nicht verstehen, warum die nicht rausmachen. Es gibt sogar einen Kanal, der gesagt hat, dass sie es wegmachen sollen, diesen Glitch. Aber der ist auf jeden Fall ganz lustig. Ihr solltet das auch mal ausprobieren. Ja, Leute, dann war's das für heute mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für diesen unglaublichen, geilen und lustigen Glitch. Ja. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zu einer neuen Folge. Bis dann und ciao.